Eine chinesische Weisheit sagt, man soll nicht am Brunnen nicht graben, wenn man Durst hat, sondern vorher. Ja. Und so ist es, ja. Das ist für mich eigentlich die Hauptindikation von Gladiator Plus. Dass es gar nicht so weit kommen lässt, dass das Tier schwer erkrankt oder schlecht therapierbar wird. Das ist für mich der Hauptgrund, wo ich es einsetze. Was wir einfach gesehen haben, ganz generell bei Pferden, Hunden und Katzen, dass sie besser mögen, dass sie länger Leistung bringen, dass sie jünger scheinen. Wir haben zwei grundsätzliche Wirkmöglichkeiten. Wir haben das Pushen einer Leistung zu einem bestimmten Zeitpunkt, sei das jetzt ein Rennen, sei das aber auch ein Tier, das angeschlagen ist und das jetzt Hilfe braucht und nicht erst in 5 Wochen. Das Zweite ist, dem Tier geht es relativ gut und es soll auch so weiter funktionieren können. Das sind zwei grundsätzlich verschiedene Ansatzpunkte. Gladiator Plus sollte man einsetzen, wenn man merkt, dass der Gesundheitszustand des Tieres nicht optimal ist. Dass einfach eine Unterstützung notwendig ist, auch ohne spezielle Symptome zu haben, einfach wenn man merkt, es ist nicht hundertprozentig in Ordnung. Tiere, die sehr stark unter Stress leiden, einfach bestimmte Anforderungen haben, denen sie gerecht werden müssen, weil die äußeren Bedingungen so sind, gut auf Gladiator Plus reagieren und dadurch wieder auf ein normales Niveau in ihrer normalen körperlichen Funktion kommen. Grundsätzlich eigentlich immer, weil ich glaube, das ist wirklich eins der wenigen Mittel, die nicht schadet, weil wir wissen inzwischen alle, dass es viele Nahrungsergänzungsmittel gibt und man sehr genau hingucken sollte, tut man sich wirklich einen Gefallen damit, wenn man die nimmt, weil das meiste einfach schon über Ernährung letztendlich auch zuführbar ist und ansonsten auch nicht verwertbar ist. Und Gladiator Plus ist von den Inhaltsstoffen so, dass ich meinem Körper ganz sicher nicht schade, sondern eigentlich noch Energien freisetze und ihm ermögliche, leichter mit bestimmten Dingen einfach umzugehen und meine Immunkraft zu stärken. Und insofern ist Gladiator Plus für mich einfach ein Mehrwert für meine Gesundheit, für meinen Körper. Wenn ich weiß, dieses Tier macht mir immer wieder Probleme, dann sollte ich schon rechtzeitig damit beginnen, dann weiß ich, dass die Erkrankung nicht so schlimm verläuft. Für mich ist es ein ganz wesentliches Mittel bei Hautentzündungen, bei Fellveränderungen, bei eitrige Ekzeme an der Haut, zwischen den Zehen, also. Das ist für mich die primäre Indikation. Aber auch diese ganzen Darmgeschichten, Durchfallerkrankungen sind eine wichtige Indikation für den Gladiator. Besonderer Einsatz ist zu sagen bei Wurmkuren, Impfungen, Medikamentengaben. Es muss oftmals sein. Auch diese Dinge haben einfach Dinge, mit denen sich Ihr Pferd auseinandersetzen muss. Und da können Sie mit Gladiator Plus wirklich den Stoffwechsel unterstützen und helfen, diese Dinge auch wieder auszuleiten. Die ist immens wichtig. Wichtig ist schon mal die Parasitenfreiheit im Darm oder relative Parasitenfreiheit und dann, dass sich die Darmbakterien, die Darmflora im Darm gut ausbilden kann. Ja, der Darm ist einmal die Wurzel des Körpers. So wie ein Baum eine Wurzel hat und wenn man sich vorstellt, wenn der Baum in lauter Giften seine Wurzel ausbreitet, wird es dem Baum schaden. Und so wirkt der Darm und das Immunsystem auf den Menschen und auf das Tier, wenn man davon ausgeht, dass bis zu 80% des Immunapparates im Darm eben konzentriert sind und der muss sich auseinandersetzen mit den ganzen Nahrungsmitteln und ganzen Toxinen und Allergenen, die in den Körper reinkommen. Der muss entscheiden, was ist jetzt wichtig oder was ist wichtig auszuscheiden, was ist brauchbar oder das ist eben seine Hauptaufgabe, eben das Immunsystem zu stimulieren oder zu unterstützen. Eine gesunde Darmflora, eine gepflegte Darmflora ist der beste Schutzwall gegenüber Würmern, Pilzen, ungünstigen Hefen und anderen Parasiten. Also regelmäßig eingenommen wirkt Gladiator Plus fürs Tier
als wirkliche Energie, als Kraftquelle für ein gesundes Dasein? Ich habe festgestellt, dass wenn man ein größeres gesundheitliches Problem mit seinem Pferd hat, dass Seitenfaktoren wie eine ganz hervorragende Ernährung, dann eventuell auch homöopathische Gaben oder Kräutergaben durch Gladiator Plus noch getoppt werden können. Und ich halte es schon für sehr wichtig, den Heilungsprozess mit allem zu unterstützen, was einem zur Verfügung steht. Mein Pferd bewusst versorgt. Alle Informationen gibt's auch im Internet unter www.gladiatorplus.com.